gesprochen und so. Da hat sein Sohn mal irgendwann gesagt, dass er das nicht mehr so angesagt ist mit dem Verstecken. Und dann legen das auch nicht wieder rauf, wenn ich das weggelassen. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Im Prinzip ja. Dann würde ich mal Hallo sagen. Hallo. Wenn das, also in die Richtung, nicht zu euch. Also das habe ich ja jetzt schon. Hier? Ja, schon. So. Angenehm. Fühlt euch wohl? Ja. Licht ist gut, Sound ist gut. Alles top. Alles wunderbar. Ihr seht auf jeden Fall blendend aus. In dem Licht sehr. Geblendet. So, liebe Leute, guten Tag, liebes Publikum, auch da draußen im weltweiten Internet an den Fernsehens und sonstigen Bildschirmen. Ich freue mich sehr, hier kurz vor dieser Band zu stehen. Quality Time ist jetzt gleich dran. Die Band eröffnet ein Festival unter besonderen Voraussetzungen. Ja, wir wissen alle, wovon wir sprechen. Jemand hat mal gesagt, Kunst ist den Widerständen noch was Tolles abzutrotzen. Und das werden wir hier bestimmt erleben. Von daher nur ganz kurz noch Riesendank ans Loft, dass wir hier sein können. Und an die Orga ganz besonders Martin Ziegler. Einmal großen Applaus für ihn. Und schöne Zeit für Quality Time.
Vielen Dank. Das war dat der Christoph Mann am Klavier. Katharina Balkenhol am Altsaxophon. Wir sind Quality Time und freuen uns, in diesen schwierigen Zeiten hier spielen zu können. Das nächste Stück ist ein kleines, feines Swingstück, Swing Piece von Manu Katché. Achim Kemper an der Gitarre.
Und Katharina Balkenhol am Altsaxophon. Das nächste Stück gehört in eine etwas andere Kategorie. 80er Jahre Reggae Rock Master Blaster von Stevie Wonder. Master Blaster. Das nächste Stück bewegt sich jetzt irgendwie in eine andere Zeit, ein bisschen weiter 70er Jahre. Das Stück heißt Ortvalla und
stammt von, muss ich gucken, Roscoe Mitchell. Thank you.
Vielen Dank. Birgit Röttger am Saxophon. Und Christoph Mann am Piano. Jetzt wechseln wir leicht das Genre. Das war jetzt gerade 70er Jahre Ethno-Jazz, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Jetzt gehen wir in die 40er Jahre nach Kuba. Cuéntame. Cuéntame que te paso. Erzähl mir, was ist passiert. Von Al Castellanos. Thank you.
Dankeschön, ein Mambo. Cuéntame, erzähl mir mehr. Barbara Koschikowski am Bariton. Annette Wegner, Tenorsaxophon. Achim Kämpfer an der Gitarre und Christoph Mann am Klavier. Das nächste Stück geht jetzt wieder in eine andere Zeit, heißt The Chicken und ist sowas wie 70er Jahre Funk. Thank you.
Achim Kemper an der Gitarre. Katharina Balkenhol am Altsaxophon. So, jetzt kommt unser vorletztes Stück. Ich hoffe, das passt in den Zeitplan. Passt. Ein Klassiker, Girl from Ipanema. Thank you.
Dankeschön. Achim Kemper an der Gitarre. Und Birgit Röttger am Saxophon. Jetzt stelle ich die Band kurz vor, es ist unser letztes Stück jetzt. Wir sind heute Quality Time mit Barbara Koschikowski am Bariton. Annette Wegner, Tenor. Katharina Balkenhol, Altsaxophon. Birgit Röttger, Sopransaxophon. Christoph Mann am Klavier. Achim Kemper an der Gitarre. Joe Herrl am Bass. Und Gerd Wilmschen am Schlagzeug. Also ich bin der Gerd Wilmschen. So, unser letztes Stück. Unser letztes Stück ist auch so ein Klassiker. Ich glaube, wir haben gefühlt 5 Jahre geprobt oder 4. Weiß ich gar nicht. Ulla in Afrika. Thank you.
Dankeschön, das war Ulla, das war Quality Time und euch schöne Weihnachten, guten Rutsch. Ich höre, aber es wird schon alles gehen. So, seid ihr mehr oder weniger klar? Ja.
dann sind wir jetzt fertig. Ja, können wir anfangen. Okay, dann sind wir soweit. Yes. So, liebes Publikum, ich freue mich, dass dann doch immer voller wird. Und auch im Livestream habe ich gehört, also ich will euch nicht jetzt unter Druck setzen, also es sind wirklich fantastisch viele Leute da, überdurchschnittlich, auch für Loft-Verhältnisse. Das ist wirklich ein großer Erfolg. Aber ist ja auch klar, bei der Qualität, ne, hier auf der Bühne. Ja, logisch. Ja. Wir trotzen weiterhin den Widrigkeiten, aber wenn man das hier so sieht, ist von Widrigkeit keine Spur. Das ist eine reine Freude und ich bin mir sicher, mit den Changing Colors setzen wir das mal einfach schön fort mit der Freude. Viel Spaß! Danke! Ja, hallo zusammen. Wir sind die Gruppe Changing Colors. Herzlich willkommen. Ja, wir freuen uns, dass wir nach 2 Jahren Abstinenz wieder mal live spielen können und ja, haben heute 3 Stücke mitgebracht in der nächsten halben Stunde. Ja, leider sind wir etwas dezimiert heute. Die Schlagzeugerin und eine Posaunistin können nicht dabei sein. Glücklich. Entschuldigung. Glücklicherweise ist Angelika eingesprungen als Aushilfe. Danke nochmal hierfür. Bedankt euch später. Ja, und nochmal schöne Grüße an Birke und ja, Birgit, wenn Sie im Livestream zugucken. Unser erstes Stück ist von Duke Ellington, Caravan aus dem Jahr 1934. Viel Spaß. Thank you.
Karawane ging mal zu Ende. Unser nächstes Stück ist von Billy Strayhorn aus dem Jahr 1938. Er hat es damals, und das ist der Link zum ersten Stück, auch vorgespielt für Duke Ellington. Es wurde kolportiert, dass Duke Ellington nicht so begeistert war, aber er hat ihn trotzdem eingestellt. Und letztendlich ist das Lied aber erst 10 Jahre später veröffentlicht worden. Und ja, etwas wehmütig, trotzdem viel Vergnügen bei Lush Life. Thank you.
stellen uns mal alle vor. Ladies first. Und Schlagzeug Angelika, nochmal. An der Posaune Harald. Werner am Saxophon. Karl am Bass. Georg an der Gitarre. Mein Name ist Alex und ja, mit dem nächsten Stück möchten wir uns auch schon verabschieden von Sonny Rollins, Alfie's Theme, ja, von 1966, war mal Soundtrack eines Films, Alfie, und der mir aber nicht bekannt ist, aber mit Michael Caine in der Hauptrolle. Ja, und hier so das Titellied. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, eure Aufmerksamkeit. Von uns nochmal allen schöne Feiertage, guten Rutsch und wir hoffen, dass wir uns im nächsten Jahr auch wieder hier sehen. Danke.
Liebe Musiker, herzlich willkommen im Loft. Wir freuen uns natürlich, dass trotz der, sagen wir mal, widrigen Umstände sind eben 2G plus und das ja alles nicht so ist, wie es eigentlich früher so schön war. Wir haben uns selber Grenzen aufgelegt. Wir haben also zu dem 2G noch ein Plus getan. Das war schon böse genug. Und wir haben eigentlich nicht damit gerechnet, dass so viele Menschen heute hier kommen. Wir streamen ja live und da kann man auch das Konzert im Wohnzimmer genießen. Ich möchte Sie bitten, seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich hier bewegen, setzen Sie die Maske auf. Von mir aus auch am Platz. Seien Sie nicht sorglos. Wir versuchen das Möglichste, denn wir wollen ja irgendwie weitermachen. Und wenn es irgendwie jetzt katastrophal wird und wir auf einmal hier im Fokus stehen, wir versuchen anständig die Corona-Tests zu kontrollieren und so. Es soll nicht heißen, aber sind wir im Loft gewesen, die haben sich für ja nichts interessiert, ich bin einfach reingegangen. Ja, so. Das soll eigentlich nicht sein. Vielleicht ist der ein oder andere da durchgerutscht, aber ich glaube, alle haben das recht ernst genommen und kennen auch den Ernst der Lage. Und wir wollen hier die Musik live genießen. Ich kann das verstehen. Ich freue mich auch, dass Sie gekommen sind. Seien Sie nicht sorglos und haben Sie viel Spaß jetzt mit der nächsten Band. Ich übergebe jetzt
an den, du an den Guten. Du übergibst dich? Ja, nein, also, ich übergebe an dich. Ach so, okay. Ja, wir haben so ein bisschen Slapstick. Ne, bleib doch mal kurz hier. Oh, ich hab Angst. Nein, du kannst ganz entspannt einfach, ich habe eine Frage für dich. Ja. Was meinst du denn, an welchem Wochentag diese Band, die jetzt kommt, probt? Ich gebe dir einen Tipp. Sie heißt Manic Mondays. Samstags? Stimmt das? Ja. Ja, 100%. Ein Applaus für Hans-Martin Müller. Genau. Ja, viel bleibt nicht zu sagen. Nochmal herzlich willkommen auch an den Schirmen daheim. Also die Bildschirme meine ich jetzt. Ja. Nicht die Regenschirme, Bildschirme. Und ja, viel Spaß. Auch diesmal ohne Angelika am Schlagzeug. Ja, es ist. Hey, aber vielen Dank, Hans-Martin, und vielen Dank dir, Joscha, erstmal für die Organisation und Martin und dem ganzen Team. Martin, vielen Ziegler. Dank! Yay! Yeah. Manic Mondays! Und danke, Hans-Martin, dass du hier sein könntest. Ja. Alright. Manic Mondays. Thank you.
Ja, hallo zusammen. Hallo zusammen, wir sind die Manic Mondays und woher das Mondays kommt, das wurde gerade schon verraten. Woher das Manic kommt, bleibt unser Geheimnis. Wir haben als erstes für euch gespielt die Yardbird Suite des Saxophonisten und Komponisten Charlie Parker. Ein Stück aus den 40er Jahren und aus der gleichen Zeit, aber im Tempo total das Gegenteil, ist das nächste Stück Loverman von sowieso Davis und Ram Ramirez. Ich wollte es noch lernen.
So, zum Schluss wird es nochmal etwas flotter mit Mercy, Mercy, Mercy von Joe Zawinul. Aber vorher eine kurze Vorstellung der Band und insbesondere der Band-Coachin Angelika. Vielen Dank, Angelika. An den Tenorsaxophonen Claudia und Frank. Am Alt der Matthias. Octavian spielt die Flöte. Günther die Trompete. Am Klavier der Bernd. Neben mir am Bass der Andi. Ganz neu dabei, er ist seit 3 Wochen, er hat uns aus der Schlagzeuglosigkeit erlöst. Der Paul. Paul am Schlagzeug. Mein Name ist Uli und wir sind die Manic Mondays. Und wir bitten um Mercy, Mercy, Mercy. Thank you.
Thank you.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Wir sind Searching the Simple und ich möchte ganz kurz einmal die Band vorstellen, weil wir höchstwahrscheinlich 30 Minuten durchspielen und dann bleibt zwischendrin keine Zeit mehr, das anzusagen. Wir haben Lothar Dietmar am Klavier. Ralf Bischoff an der Gitarre. Dietmar Töneböhn am Schlagzeug. Deborah Vandenberg an der Stimme. Michael Romes am Altsaxophon. Und Amrei Assent an der Gitarre. Quatsch, Geige. Kannst du auch Gitarre spielen? Mal zwischendrin. Viel Spaß. Searching the Simple. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Dankeschön. Lothar Dietmar, Raphael Bischof, Ralf Bischof, Entschuldigung. Deborah Vandenberg, Dietmar Tönneböhn, Michael Rohmes und Amrei Aslan, Stefan Schirmeck, Searching Schinke. Vielen Dank. Also wir liegen jetzt in den letzten Zügen hier. Wir sind die letzte Band heute Abend. Wir sind out of time. Der Name ist Programm. Manchmal hört man auch, warum wir so heißen. Immer seltener, aber gelegentlich kommt es vor. Out of time. Wir sind die Sonntagabendband in der Algelstein-Torburg. Unser Trainer ist Hinrich Frank, lange Zeit gewesen, der uns jetzt verlässt. Vielleicht guckt er uns im Livestream zu. Hinrich, wir danken dir für mehr als 20 Jahre Betreuung dieses Ensembles. Sind nicht mehr allzu viel von der Urbesetzung da, aber ein paar. Und ja, die Band stelle ich euch später vor und die Stücke, die wir spielen, ebenfalls. Und ich glaube, es ist an der Zeit. Thank you.
Taktstück ist auch so ein alter Gassenhauer namens Janine, Komponist Duke Pearson, Pianist irgendwo im Nirvana vergessen. Aber es ist ein schönes Stück. Janine ist ein boppiger Opener. Gib mir die Gelegenheit, die Band kurz vorzustellen. Stefan Schulte-Hermann am Schlagzeug. Friedhelm Volkmann, unser Bassist. Felicita Schulte am Piano. Michael Romes, habt ihr eben schon gesehen. Und dann haben wir ein neues Mitglied, die ist so neu, dass ich ihren Nachnamen nicht weiß, aber hier ist Rita. Ich bin Jan Brügelmann und heiße euch herzlich willkommen. Wir gehen zum nächsten Stück, so unsere Favoriten. Wir spielen diese Saison so eine Art Best-of. Wir haben so die Nummern gewählt, die wir in den letzten 5-6 Jahren zusammen immer mal wieder gern gespielt haben. Das nächste Stück ist eine alte Michael Brecker-Nummer und es heißt Midnight Voyage. Thank you.
Midnight Voyage, Michael Brecker. So, das nächste Stück ist eine Ballade, I Cover the Waterfront. Und das Stück widme ich meiner Frau, die heute nicht dabei sein kann, die aber hoffentlich vielleicht vom Fernseher sitzt, das irgendwie mitkriegt. Und genau. Wir schauen mal. Eben hat ich ihn noch die musikalischen Atome klein geteilt. Jetzt zeigt er sein großes Balladenherz.
I Cover the Waterfront, Michael Römes, Stefan Schulte-Hermann, Friedhelm Volkmann, Rita und Felicitas Schulte. So, als Rita zu uns stoß, wurde unsere Altsaxophon-Fraktion natürlich massiv verstärkt. Tenoristen haben es in diesem neuen Setting etwas schwer. Aber wir haben dann zusammen, glaube ich, entschieden, wir werden einen großen Altsaxophonisten ehren mit unseren letzten beiden Kompositionen. Und es ist Cannonball Adderley. Und wir haben zwei Stücke, die nicht so üblich sind, die man nicht so oft hört von Cannonball. Und das erste Stück heißt Gemini. Es ist auch nicht von Cannonball, sondern es ist von Jimmy Heath. Aber er hat es aufgenommen, er hat es bekannt gemacht. Also, hier ist Gemini. Thank you.
Jiminy. Jimmy Eath, Kian Borarelli, Michael Rohmes, Rita, Felicitas Schulte, Friedhelm Volkmann, Stefan Schulte-Hermann. So, die ganze Band wird sich jetzt Ihnen nochmal präsentieren. Das nächste Stück, Kian Borarelli, klar. Ist auf einer ganz obskuren Live-Aufnahme drauf. Und das heißt Du, Du, Du. Thank you.
Du, Felicita Schulte, Rita, Michael Rohmes, Friedhelm Volkmann, Stefan Schulte-Hermann und ich bin Jan Bögelmann. Vielen Dank. Im Sommer sehen wir uns hoffentlich wieder. Vielen Dank an Martin, vielen Dank an Joscha, vielen Dank an die ganzen Organisatoren, die Jazzhochschule, Hinrich Frank, die Stadt Köln, das Universum und hier ist Martin. Jo, danke schön, Out of Time. Das waren quasi die Headliner und damit die letzten des Abends. Vielen Dank, ihr, die im Internet zugeschaut haben, habt. Und ja, morgen geht's weiter, sowohl im Bogen 2 als auch hier ab 16.15 Uhr. Vielleicht sehen wir den einen oder anderen von euch oder von euch. Und ansonsten wünsche ich erstmal allen Anwesenden und auch Abwesenden frohe Weihnachten und kommen Sie gut über die Zeit. Tschüss.